epische Schlachten, geile Laserschwerter und Jedis gegen was Böses. Was kann das nur sein? Natürlich, Star Wars 8, die letzten Jedi. Ja, dieser erscheint ja am 26.04.2018 auf Blu-ray, habe ich ja schon mal hier. Dankeschön nochmal an Disney für die Bereitstellung. Und natürlich auf DVD, 3D Blu-ray, 4K. Dann würde ich sagen, nicht so lange schnacken und los geht's. In der Fortsetzung der Skywalker-Saga schließen sich die Helden aus Star Wars das Erwachen der Macht den Legenden der Galaxis an und erleben ein episches Abenteuer, in dem neue Mysterien der Macht aufgedeckt werden. Ja, das passiert alles in Star Wars 8, die letzten Jedi. Das ist auf jeden Fall mal das Cover von der neuen Blu-ray. Sieht ziemlich cool aus, das Poster mochte ich auch. Und der Film spaltet ja die Nation. Also die internationalen auf jeden Fall. Der Film, viele sagen, der ist scheiße, geben richtig schlechte Bewertungen. Oder welche sagen, der ist mega episch geil und geben richtig gute Bewertungen. Ja, was gebe ich denn? Das sage ich natürlich erst am Schluss. Also ich sag mal so, ich habe mir die jetzt angeguckt und... Ich sag mal ganz kurz, weil ich könnte nochmal die Review ja nochmal komplett hier sehen. Wir machen eine kleine Kurzreview jetzt hier dazu. Also, die guten Sachen sind auf jeden Fall klar, die Kämpfe, die sind natürlich sehr actionlastig, gut umgesetzt, choreomäßig. Gerade wenn die Red Guard da antretet gegen die beiden, das ist einfach nur erste Sahne, ne? Und soweit auch epische Sachen mit alten gegen neue gemischte Charaktere fand ich auch sehr gut. Also natürlich ein sehr bildgewaltiger Film ist es auf jeden Fall. Der Sound ist natürlich auch sehr gut wie die Musik. Die Soundkulisse, das macht den ganzen Film eigentlich aus. Deswegen war der auch nicht so unzurecht bei den Oscars nominiert. Gut, verloren hat er ja trotzdem. Was die anderen waren noch ein bisschen stärker. Aber egal, wir reden jetzt hier weiter. Und die Charakterentwicklung fand ich auch nicht schlecht. Ihr wisst ja, einige Mindfuck-Momente oder Twists gab es ja in diesem Film, wo man gedacht hätte, okay, das hätte ich nicht gedacht. Was aber natürlich dem Film so ein bisschen runtergezogen hat, sind auf jeden Fall die Logikfehler. Die Logikfehler haben sich hier richtig mega gehäuft. Und das war so ein bisschen, wo ich gesagt hatte, okay, das wird jetzt keine Top-Bewertung werden. Aber auch einen kleinen Cut hätten sie machen können in der Länge. Das war ganz schön lang. Aber das ist jetzt ja gerade der Gang und Gäbe, dass man die Filme so lang zieht, dass man das schauen muss. Also wie gesagt, Logikfehler war mir teilweise zu lang. Das ist schon so ein bisschen... Und das Ende zeigt ja was auf, dass das immer noch so ein Cliffhanger-Ding ist. Es ist nicht zu Ende, es kommt auf jeden Fall ein dritter Teil. Mehr will ich auch nicht verraten, ich will auch nicht spoilern hier. Aber zum Bild kann ich sagen, Bild, erste Sahne, Blu-ray, ne? Kaufempfehlung auf jeden Fall. Sound auch nicht schlecht. Ja, Dolby Digital habt ihr hier 7.1. Was will man da mehr? Und DTS HDR 7.1. Also geiler Sound, wenn man natürlich eine vernünftige Anlage hat. Das ist natürlich die Voraussetzung. Kommen wir mal zu den Extras. Da sind auch einige drauf auf dieser. Zwei Silberscheiben sind das ja, ne? Auf der ersten Hauptscheibe ist nämlich erstmal ein Audiokommentar von Regisseur Rian Johnson drauf. Wie ich eigentlich finde, der hat seinen Job eigentlich ganz gut gemacht. Wobei, der wird den nächsten Teil ja nicht mehr machen. Dann gibt es auf der Bonus-Disc 14 zusätzliche Szenen. Der Regisseur und der Jedi geht 90 Minuten. Gleichgewicht der Macht, Szenenanalyse, den Funken entzünden, eine Schlacht im Weltraum, Andy's Circus Live und vieles mehr. Also ihr merkt auf jeden Fall, da sind mal einiges mal an Extras drauf. Und was kann ich zu dem Film sagen? Film ist auf jeden Fall für mich, fand ich sehr gut. Kann anschließen an den alten Episoden 1 bis 3. Da kann ich das so ein bisschen ansiedeln. Ist nicht so stark wie Erwachen der Macht oder wie Rogue One, aber trotzdem kann sich der Film sehen lassen. Also ihr merkt schon, ich fand ihn nicht schlecht. Ich muss aber ganz kurz leider die Schraube runterdrehen von der letzten Review. Ich habe mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, durch die ganze Logikfehler und so ein bisschen kleine Kleinigkeiten. Hat sich das doch ein bisschen angehäuft und ich habe doch eine Note weniger gegeben, einen Punkt weniger. Und das gibt nämlich jetzt hier eine 8,5 von 10. Trotzdem ist es eine gute Bewertung. Ich kenne auch Leute, die geben weniger, sogar unter 5, was ich aber leider zu wenig finde. Aber jeder hat seine Meinung, das wisst ihr ja, ne? So, wie gesagt, könnt ihr gerne kaufen. Link ist in der Videobeschreibung drin. Würde mich freuen. Wenn nicht, lasst doch mal gerne ein Abo hier, ne? Guckt die letzten Videos an. Und dann würde ich sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao und seid immer episch geil. Bam!